Herzlich willkommen zu einem neuen Tool News Video. Heute geht's ab und zwar richtig, ihr werdet euch wahrscheinlich denken, zum Glück stecke ich nicht in der Haut von mir, also vom Daniel. Aber fangen wir mal ganz easy an. Ich war demnächst im Sägewerk arbeiten, Fernwärme verlegen und da war ein Container und da war irgendwie so das Band von so einer kleinen Bandsäge drin. Habe ich mitgenommen, das ist noch scharf, also ich glaube, das war frisch geschärft und ist dann gerissen, dann werfen die das weg, das schweißen die nicht mehr. Ja, da bin ich jetzt am Überlegen, was ich da draus baue. Ihr könntet ja mal, wenn ihr Bock habt, mal so Ideen äußern, mal sehen, was dabei rauskommt. Und nein, kein Toilettenpapierhalter, weil da sind Kinder in der Nähe, die teilen uns dann die Toilettenpapiere. Der nächste Punkt ist, ich bin ja umgezogen und habe jetzt eine ziemlich große Wohnung und habe da ein Büro. Das Büro, da werde ich euch jetzt mal ein Foto zeigen. Da kommt in der Ecke noch ein Schreibtisch hin aus Arbeitsplatten, Sanoma-Eiche. Und darunter ist ja Platz, weil ich will mit solchen Winkeln aus Holz an der Wand die Platten abstützen, dass unten drunter frei ist, weil ich, ja, ich habe eine riesen Dachterrasse und will da ein paar Dinge bauen, heißt auf Deutsch gesagt, für YouTube baue ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich baue ein Hochbeet, dann baue ich ja nicht nur eins, sondern wahrscheinlich zwei oder drei oder irgendwelche anderen Sachen und dazu brauche ich eine Säge einfach. Und das Problem ist, dann brauchst du auch eine Tischfräse und das ist das nächste Problem. Ich wollte jetzt eigentlich eine kleine mobile Tischfräse bauen, aber da ich das hier kriege, ihr könnt lesen, das ist für die GTS 10635 216 und auch für die Metabo TS 216. Also wenn ihr einen Kreissägeplatz habt, braucht, hier zuschlagen. Ich verlinke die euch unten in der Videobeschreibung. Ja, und da werde ich mir jetzt einen Frästisch einbauen. Noch. Und dann steht das Ding unterm Bürotisch. Da werde ich mir auch noch für diesen Kreissägetisch, Frästisch, was einfallen lassen müssen, weil das muss unterhalb von 60 cm passieren. Ne? Heißt, Fräse eintauchen und Parallelanschlag weg auf die Seite. Und dann kann man ja nicht so auf 60 cm arbeiten. Heißt, ich habe schon eine Idee. Also, das wird geil. Nur Platz für zwei Schubladen. Aber ja, das habe ich so noch nicht gesehen auf YouTube. Und ich hoffe, das, was ich geplant habe mit der Höhenverstellung, ist erstens nicht so kompliziert. Und zweitens, ich hoffe, dass es funktioniert. Und für die, die jetzt sagen, halt mal, ich brauche ein Tischkreissägen-Set für meine Bosch GTS 10 oder zum Beispiel Metabo TS 254 gibt es auch. Ist auch unten verlinkt. So, den Frästisch werde ich sogar schwenkbar machen. Und zwar, ich habe jetzt die Bosch Fräse. Heißt, die hier brauche ich eigentlich nicht mehr in der Werkstatt. Man braucht nur eine. Also ich kann nur eine bedienen. Wie viel könnt ihr bedienen? Und jetzt will ich den hier einbauen, natürlich mit dem Liftertisch unten drunter, so ein Labortisch. Ich zeige euch mal ein Bild und ja, heißt aber, Leute, falls ihr das nachbaut, ich sag's euch schon im Vorfeld, hier sind Löcher. Hier kleine Löcher und wenn ihr jetzt hier den Tisch drauf habt, macht hier unten auch Löcher rein in den Tisch, damit die Luft hier durchzirkulieren kann. Sonst läuft euch die nämlich schneller heiß, als ihr denkt und dann raucht die euch ab. So, auf jeden Fall könnt ihr da gespannt sein. Warum ich die hier nehme? Naja, ganz einfach. Aufklappen, rausziehen, Fräser wechseln und dann wieder rein. Und mit dem anderen Tisch kannst du dann die Höhe einstellen und fertig. Also, ist im Übrigen die RT 700C heißt sie, immer noch. RT 0 700C. Ja, und wenn ihr denkt, das war's ja, was ist daran so schlimm? Naja, die Tischkreissäge brauche ich jetzt demnächst auf jeden Fall für Laminat. Da werde ich noch einen kleinen Schiebeschlitten wahrscheinlich bauen oder sowas. Wobei, die hat ja auch einen Anschlag, das juckt ja nicht. Heißt, ich muss nämlich, ich habe es ja schon mal erwähnt, ob ihr das sehen wollt, wie ich Küchenfronten austausche. So, und zwar von dieser Küche. Wie ihr seht, die ist sehr modern
Und ja, was soll ich sagen? Das Karussell funktioniert nicht mehr. Das ist alles durchgehauen. Die Fronten, naja. Und ja, meine Freundin, die hat gemerkt, die ist von 1977 und ich auch. Und sie dachte sich dann, weißt du was, ich kaufe eine neue. So, das Problem ist, die kommt in der Woche vor Weihnachten. Heißt, ich habe ab dem 20.12. Urlaub und muss jetzt die alte Küche rausreißen. Elektrogeräte werden komplett übernommen. Die Steckdosen in den Ecken, wie auf diesem Foto, die muss ich später in die Wand einlassen. Also die Rückwand da kommt weg, kommt eine neue hin, aber nicht mehr mit diesen Ecksteckdosen, sondern die sind in der Wand drin. Punkt 1. Ist die Deckplatte tief genug? Muss ich Löcher bohren? Muss ich Elektroleitung verlegen? Tralala und hin und her. Dann Schränke aufhängen und ihr wisst ja, Küche aufbauen. Der Vorteil ist, die kommt aus einem Küchenstudio. Die Schränke sind aufgebaut. Heißt, das ist das kleinste Problem. Nur muss ich vorher halt mit der Elektroleitung und so noch planen und machen. Das ist der Punkt 1. Dann habe ich ja noch den Schreibtisch. Wenn die Küche fertig ist, ja, eventuell noch im Büro einen neuen Boden und bei meinem Sohn im Zimmer einen neuen Boden. Das kommt allerdings nächstes Jahr. Also ja, mir raucht jetzt der Kopf. Und dann ist ja Weihnachten, Neujahr. Also da dazwischen mache ich, glaube ich, gar nichts. Mal gucken. Und dann kommt was, wo ich auch hin muss. Also da fahre ich eine Weile. Und zwar nach Trier zu meinem Sägeblattpartner Gemax. Also Bayerwald, Werkzeuge, Falke, Kreisschneider und Amboss. Und da fahre ich hin und wir drehen dort bei denen in der Werkstatt ein paar Videos. Ja. Wird ein schöner Tag mit dem Alex und da kommt Fachwissen auf den Tisch. Wir werden das Thema Kreissägeblätter, glaube ich, in zwei, drei Videos komplett zerlegen und durchnehmen. Blatt, Zahnwinkel und. Also alles. Warum negativ, positiver Zahnwinkel? Warum das wichtig ist bei der Kappsäge? Ne? Also, ja. Das werdet ihr dann in mehreren Videos erfahren. Und da habe ich 2 Tage Zeit. Und abends fahre ich dann wieder zurück. Heißt, morgens werde ich wahrscheinlich, also ich fahre ja nicht am Tag davor hin, sind nur 350 Kilometer, dann stehe ich halt um 5 Uhr auf, fahre dahin, bin um 9 Uhr rum da, gemütlich. Und ja, dann geht's ab. Da freue ich mich echt schon riesig drauf. Ja, ich weiß nicht, freut ihr euch da auch drauf oder nur ich? Also, ne? Und das Coole ist, ich sehe seit kurz vor Corona war ich das letzte Mal oben. Es sind bald 3 Jahre vorbei, wo ich das letzte Mal einen Alex gesehen habe und Max und einen Gerd. Und das wird bestimmt eine geile Zeit. Ja, wenn ihr jetzt wisst, was kommt, solltet ihr unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke anmachen, damit ihr keine Benachrichtigung verpasst, weil da kommen eine Menge Videos auf euch zu. Küche bauen, Schreibtisch bauen, Tischkreissägenstand bauen und. Also jede Menge Stoff. Und Laminat verlegen. Also, abonnieren. So wie ihr seht, ich habe einen Arsch voll Arbeit. Und was ich noch machen werde, ist diese kleinen Zwingen hier. Die werden Tenu zwingen. In dem Frästisch noch verschwinden, damit ich da irgendwie den Anschlag festmachen kann. Wie, weiß ich noch nicht, aber ja. Mal gucken. Also wird ein interessantes Projekt. Werkzeuge verlinke ich euch. Auch die neue 635, die kommen wird. Und ja, das war's dann. Wir sehen uns im nächsten Video. Hoffentlich nächstes Wochenende mit dem Frästisch. Oder vielleicht auch schon früher. Ich weiß es nicht. Mit dem Tischkreissägestand und wird wahrscheinlich ein Zweiteiler, weil das ist echt eine Menge Arbeit. Dann darf ich Danke sagen fürs Zusehen. Daumen hoch nicht vergessen, ganz wichtig. Und bin auf eure Kommentare gespannt zu diesem Sägeblatt hier unten. Bandsägeblatt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Euch dann viel Spaß bei dem, was ihr macht. Ich bin raus und ciao.